sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend die Preisvergabe und Preisübergabe durchführen können. Gemeinsam Frau Wassner als Geschäftsführerin der NRW Invest GmbH mit mir und den Preisträgern gemeinsam heute Abend dann nochmal zusammenkommen und sicherlich die Gelegenheit auch nochmal nutzen werden, um über die Motivation ausländischer Unternehmen zu sprechen, hier nicht nur nach Deutschland, sondern ganz speziell nach Nordrhein-Westfalen zu kommen. Diese Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW Invest ist weltweit aktiv und erfolgreich. Nordrhein-Westfalen ist so beliebt bei den ausländischen Investoren wie nie zuvor. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir in den drei Bereichen Innovation, Neuinvestition und Erweiterungsinvestition drei Unternehmen ausgewählt haben, Sie, die ausgewählt haben, wo beispielhaft wird, wie attraktiv der Investitionsstandort Nordrhein-Westfalen ist und was daraus alles entstehen kann. Ja, Herr Minister, Sie hatten es erwähnt. Im letzten Jahr haben wir 140 Projekte akquiriert mit 2700 Arbeitsplätzen in etwa. Insgesamt gab es 234 Investitionsprojekte in Nordrhein-Westfalen. Das sind natürlich überwiegend dann Erweiterungen. Wir geben ja die Projekte ab, wenn unsere Arbeit der Ansiedlung gelungen ist. Wir kooperieren sehr eng mit den kommunalen Wirtschaftsförderungen und dann geht natürlich die Bestandspflege los. Da stehen wir noch zur Verfügung, aber auch die Wirtschaftsförderung vor Ort. So viel erstmal dazu. Nun möchte ich die drei Gewinner unserer NRW Invest Awards kurz vorstellen, denn wir haben ja die Auszeichnung in den drei Kategorien Neuinvestition, Erweiterungsinvestition und Innovation. Der diesjährige Preisträger in der Kategorie Neuinvestition ist die deutsche Niederlassung des französischen Herstellers Hüss. Das Unternehmen ist spezialisiert für Schweißinverter, Batterieservicegeräte und Karosseriereparaturtechnik und hat bei uns am Standort Aachen 3,5 Millionen Euro investiert in ein eigenes Verwaltungs- und Logistikzentrum. Dort soll Service, Logistik und auch Schulung stattfinden für all die Niederlassungen und den Vertrieb. In der zweiten Kategorie Erweiterungsinvestitionen freut es mich sehr, dass wir in diesem Jahr ein US-amerikanisches und deutsch-nordrhein-westfälisches Team, sozusagen eine Art Joint Venture, präsentieren dürfen. Die Preisträger sind zum einen der US-amerikanische Konzern 3M, der ja verschiedene Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen hat, und das Unternehmen Kleine Logistik. 3M ist schon seit den 60er Jahren in Nordrhein-Westfalen aktiv, hat hier über 2000 Arbeitsplätze und in Deutschland insgesamt wesentlich mehr und erwirtschaftet einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro in Deutschland. Ja, dann die weitere Kategorie Innovation. Hier darf ich die Firma Extreme Technologies GmbH aus Alsdorf beglückwünschen. Am Standort Alsdorf werden Lichtquellen, die EUV-Licht erzeugen, hergestellt. Das ist ein extrem ultraviolettes Licht, das man in Reinräumen verwendet und bei sogenannten Lithografiemaschinen eben benötigt. Und da ist diese Firma Extreme Technologies besonders führend und hat auch technologisch sehr viel weiterentwickelt. Der Mutterkonzern ist japanisch, die Firma Ushio. Und in Alsdorf investierte die Tochter in eine große Reinraumfläche. Dort entstehen noch 200 Arbeitsplätze. Und geplant ist eine Aufstockung sogar auf 300 in der Perspektive. Das zeigt, auch hier werden Jobs natürlich mit diesen neuen technologischen Produkten geschaffen. Letztendlich ist unser Ziel, Wertschöpfung in Nordrhein-Westfalen zu erhalten und auszubauen natürlich, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Das ist unser oberstes Ziel. Das ist uns mit vielen Projekten sehr gut gelungen und deswegen freut es uns natürlich, dass wir einmal im Jahr dann auch exemplarisch drei Investitionsprojekte auszeichnen können, die natürlich für alle Investoren in Nordrhein-Westfalen stellvertretend stehen. Und das ist eine besondere Ehre, Herr Minister, dass wir das dann heute Abend zusammen auch tun im K21. Herzlichen Dank. Hüss ist eine Familie Industrial Gruppe und unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung von
Schweißgeräte, Ladetechnik und Karosserie-Reparaturmaschinen. So, sehr schnell, wir haben die Entscheidung mit meinem Vater, dass wenn wir wollten, eine internationale Gruppe zu bauen, wir brauchten eine zweite Beine in Deutschland. So, wir sind in Deutschland gekommen und sehr schnell, wir haben bemerkt, dass die Region Aachen war eine sehr gute Region für uns. Ich bin sehr, sehr zufrieden, heute da zu sein, weil sicherlich, wenn Sie haben einen Award von Deutschland, für mich persönlich als Ingenieur, es ist ein sehr, sehr schöner Tag. So, ich bedanke mich und ich danke NRW für alles, was ihr uns gemacht. AM als Multitechnologiekonzern und Global Player hat eine Größenordnung weltweit von 30 Milliarden Umsatz und wir haben insgesamt ungefähr 80.000 Mitarbeiter. Das größte Logistikzentrum Europas und auch außerhalb der USA befindet sich in Hüchen. Die dritte Ausbaustufe, die wir nun realisiert haben, haben wir diesmal mit der kleinen Logistik gemeinsam vorangetrieben und es war wirklich eine große Freude zu sehen, in welchem Fortschritt, in welcher Geschwindigkeit dieses Neubauvorhaben realisiert wurde. Zunehmendes Wachstum, aber auch eben erweiterte Verantwortung in der Logistik führen dazu, dass wir diesen Standort immer weiter ausgebaut haben und wir mittlerweile 50% unserer Kundennachfrage aus Hüchen heraus bedienen. Das sind so unsere Gründe für unsere unsere Erweiterungsinvestition und die uns sehr zuversichtlich machen, diesen Standort weiter zu gestalten. Schönen Dank. Wir entwerfen Lichtquelle für die Produktion integrierter Schaltkreise. Vor 2 Jahren hat sich unsere japanische Muttergesellschaft Ushio weltweit tätig in der industriellen Anwendung von Licht entschieden, viele Millionen Euro in den Aufbau einer großen Reinraumanlage in Alsdorf, nördlich von Aachen, zu investieren. In Aachen waren wir zuvor schon mit unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung am Fraunhofer Institut für Lasertechnik tätig. Diese Lichtquelle mit einem Gewicht von jeweils 20 Tonnen sind voll mit extremen Technologien in jeder Hinsicht. Sie stehen in den Superclean-Fabriken der Samsungs und Intels dieser Welt. Alle werden unser Licht brauchen, um zu wachsen und immer kleinere Geräte mit immer mehr Fähigkeiten herzustellen. Vielen Dank.